Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zum Newsvideo vom 4. August. Ja, das letzte Newsvideo ist ja ungefähr, glaube ich, 2 Wochen her. Seitdem gab es einige Neuigkeiten, das sind jetzt aber nicht die wow, mega, ne? Ihr wisst, was ich meine. Ihr werdet es jetzt auch gleich hören, aber trotzdem möchte ich euch damit up to date halten und auch die kleineren News sozusagen mit euch teilen. Und wir beginnen wahrscheinlich mit der spannendsten News direkt am Anfang, und zwar die Princess Celebration. Ich glaube, Daniel hat es kurz in seinem Vlog erwähnt und ich hatte es auch in meiner Story erwähnt. Die Princess Celebration findet vom 23. August bis zum 29. August statt, also nur eine Woche. Ja, es ist irgendwie, ich weiß auch nicht, warum die das nur eine Woche machen, weil die Prinzessinnen sind schon eigentlich sehr begehrt und das ist sozusagen die erste Season seit, ja gut, letztes Jahr gab es noch die Halloween-Season, aber ne, das ist eigentlich so die erste Season seit langem. Und dann nur eine Woche. Wahrscheinlich ist es auch so eine Testphase. Und so viel wurde dazu noch nicht preisgegeben. Es wird Entertainment geben, es wird Snacks, Süßigkeiten geben, wahrscheinlich irgendwelche Cookies, Kekse in Prinzessinnen-Form. Und es wird auch noch extra Überraschungen von den Disney-Prinzessinnen und natürlich auch Anna und Elsa geben. Was genau, kann ich euch nicht sagen. Dazu wurde noch nicht so viel preisgegeben von Disneyland. Wenn es preisgegeben wird, wird es natürlich in den nächsten News-Videos nochmal aufgegriffen werden. Und ich bin dann auch vor Ort am 28. und 29. zur Princess Celebration. Leider erst gegen Ende der Celebration. Das heißt, falls ihr nochmal spontan hinfahren wolltet, ja. Aber vielleicht wird die ja nochmal wiederholt. Wenn die erfolgreich ist, dann habt ihr schon mal einen Eindruck von der Princess Celebration. Genau, das war meine erste Neuigkeit. Ja, News-Thema 2 hatte ich auch schon mal erwähnt im letzten News-Video. Jetzt wurden Preise preisgegeben und ja, es geht um den Premier Access, sozusagen der bezahlbare Fastpass. Wie gesagt, hatte ich schon mal erwähnt im letzten News-Video. Der startet am 5. August offiziell, aber es gibt seit gestern ein Soft-Opening. Und da konnte man die ersten Preise sich in der App anschauen und was soll ich sagen, das ist schon hart. Also ich habe mir mal ein paar Preise rausgeschrieben. Ich werde euch auch hier die kompletten Screenshots noch anzeigen. Und zwar Utopia 8 Euro pro Person pro Fahrt, zum Beispiel Big Thunder Mountain 12 Euro pro Person pro Fahrt und 15 Euro für Peter Pan oder Tower of Terror. Das muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen, die Preise, ne? Also das ist schon, also für Peter Pan's Flight 15 Euro pro Person pro Fahrt für einen Schnelldurchgang, Schnellflug durch die Attraktion. Das ist ja wirklich so, man ist ja super schnell da unterwegs und gefühlt einmal Augen blinzeln und man ist wieder draußen. Und dafür 15 Euro, und wenn man jetzt bedenkt, man ist eine Familie mit 2 Kindern und 2 Erwachsenen, 60 Euro für eine Fahrt mit Peter Pan. Da hat Disney aber echt einen rausgehauen, muss man ja mal dazu sagen. Also, man weiß, Disney ist schon eh nicht so günstig, was Merchandise und sowas angeht und Essen. Aber mit diesen Premier Access Pässen, da haben sie aber nochmal einen oben drauf gesetzt, ne? Ich würde es ja gern Ende August machen, um es einmal zu demonstrieren. Ich weiß aber nicht, ob ich sowas unterstützen will. Egal, ob es nur einmal für einen Test ist, weil ich finde, da sollten viele von uns zusammenhalten. Also wer das gerne bezahlen möchte, alles gut. Aber ich glaube, die Mehrheit ist gegen diese Pässe und vor allem gegen diese Preise. Wenn es günstiger wäre, könnten wir nochmal drüber diskutieren. Aber diese Preise gehen gar nicht. Und ich weiß noch nicht, ob ich das so unterstützen möchte. Weil so, auch wenn man es dann nutzt, zeigt man Disney, okay, es nutzen wenigstens ein paar und wir können damit Geld machen. Ich bin der Meinung, wir sollten zusammenhalten und Disney zeigen, dass es sich nicht lohnt und die eher sich was anderes überlegen sollten. All die Preise sind schon echt happig. Aber ihr könnt gerne mal unten kommentieren, was ihr zu den Preisen sagt. Würdet ihr es nutzen? Ab wann würdet ihr vielleicht nutzen? Ab welchem Preis wärt ihr bereit, es zu nutzen? Und ich bin ja eh gefühlt 30.000 Mal im Jahr da und kenne eigentlich alle Attraktionen. Deswegen, ich würd nie auf die Idee kommen, 12 Euro zu bezahlen für eine Runde Big Thunder Mountain. Da gehe ich lieber ins Bellanotte und habe mit einer Jahreskarte ein komplettes Mittagessen-Menü fast. Also muss man abwägen.
aber ich finde es schon echt eine Frechheit, wenn man das so sagen kann. Ja, kommen wir zu etwas erfreulicheren Neuigkeiten. Es gibt eine neue Merchandise-Kollektion. Und da werde ich mein Geld ausgeben. Nicht für die Premier Access Pässe, nein, für die Merch-Kollektion. Da wird mein Geld Ende August dahin schmelzen. Aber ich muss sagen, beim letzten Trip habe ich ja nur den Smallwatch-Schlüssel und eine Sonnenbrille aus dem Sale gekauft. Das seht ihr aber dann noch in meinem Haul. Ja, aber es gibt die neue Eats-Kollektion und darauf habe ich schon so lange gewartet, weil diese Kollektion wurde ja am Geburtstag von Disneyland im April schon angekündigt. Und ich habe so lange darauf gewartet und natürlich 2 Tage, nachdem wir gefahren sind, wo kam sie in die Shops und ich so... Ja, egal. Ich hoffe, dass Ende August auch noch alles vorhanden sein wird. Werdet ihr natürlich auch alles in den Vlog sehen nochmal, die ganze Kollektion und dann auch im August-Haul wahrscheinlich. Denn ja, ich werde mir einiges aus der Kollektion kaufen. Ich zeige euch jetzt mal ein Bild von DLP Report. Das habe ich mir auf Twitter gesehen. Möchte ich hier natürlich nennen. Das Bild ist nicht von mir, sondern von DLP Report. Sind super. Also wenn ihr auch immer up-to-date sein wollt, was so im Disneyland gerade vor sich geht, immer bei Twitter, bei DLP Report nachschauen. Da seid ihr immer up-to-date. Ja, und es gibt, ich glaube, 2 Pullover, 1 oder 2 T-Shirts, neue Ohren, obwohl die nicht so neu sind, die Ohren. Ich habe die Ohren schon entweder aus China oder aus Amerika, ich bin mir nicht sicher, aber diese Lollipop-Ohren habe ich auf jeden Fall, die gab es schon vor Jahren aus Amerika. Also die sind nicht ganz so neu, aber die sind neu in Disneyland Paris. Dann wird es auch neue Pins geben ab Samstag, den 7. August. Zeige ich euch auch gerne nochmal ein Bild hier. Das Bild ist von Inside Ears. Und es gibt auch noch ein Lanyard und oh, ich liebe diese Kollektion. Ich überlege mir sogar, die Pins zu kaufen, obwohl ich nicht der größte Pin-Collector bin. Aber die sind schon wirklich wunderschön. Ja, dazu, also das war eine eher erfreuliche Neuigkeit. Also für mich auf jeden Fall. Ja, die nächste Neuigkeit ist, dass das Silver Spur Steakhouse ein neues Menü hat. Seit Ende Juli. Und ich war da jetzt persönlich schon nie essen, aber Daniel war da schon so oft essen und schwärmt immer von diesem Restaurant. Das ist sein Lieblingsrestaurant, sagt er immer. Und ich bin sehr gespannt. Wir werden es Ende August alle zusammen testen, wenn wir dort sind. Haben auch schon eine Tischreservierung. Ich gehe mal kurz durchs Menü. Es gibt 2 Menüsorten, also Sortenarten. Entweder nur mit Vorspeise und Hauptgang für 30 Euro oder Hauptgang, Vorspeise und Dessert für 40 Euro. Und dann gibt es alle möglichen Varianten. Es gibt sogar eine vegane Option, also veganen Salat. Dann gibt es als Hauptgang irgendwie irgendwas mit Zwiebeln und ich weiß nicht, was Skur ist. Aber das könnt ihr euch natürlich auch alles in der App anschauen. Also wenn ihr in der App Silver Spur Steakhouse sucht, dann könnt ihr euch auch das Menü anschauen. Es gibt auch ein veganes Dessert, also für jeden was dabei. Ich zähl mal 1, 2, 3, 4. Es gibt allein 5 Vorspeisen, aus denen ihr was auswählen könnt. Auch, ich glaube, 5 Hauptgänge. Und das werden wir auf jeden Fall testen Ende August. Also denkt dran, den Kanal zu abonnieren, wenn ihr es noch nicht getan habt, um auf die Glocke zu drücken, dass ihr das Video auch nicht verpasst. Dann kommen wir zu einem Thema, was ich auf Instagram mal erwähnt hatte, bevor wir unseren letzten Trip angetreten haben. Und ich auch sehr, sehr viele Kommentare dazu bekommen habe unter Videos, ob wir das jetzt getestet haben. Und zwar die Disney Magical Weeks. Da wusste ich aber noch nicht, dass man das einerseits dazu buchen muss zur Hotelbuchung und das auch einen Aufpreis kostet. Also wir waren ja im Hotel New York und auch auf der Davy Crockett Ranch. Und da gab es ja diese Neuigkeit, auch auf Twitter, dass es halt diese Disney Magical Weeks geben wird und dass man halt irgendwie eine Lunchbox kostenlos dazu bekommt, wenn man in einem Disney-Hotel übernachtet. Das wurde jetzt noch ein bisschen mehr definiert. Also man muss es extra dazu buchen. Und dann bekommt man ein Takeaway-Menü pro Person und pro Nacht. Also nicht pro Tag, sondern pro Nacht. Das heißt, wenn ihr eine Nacht im Newport Bay übernachtet, dann kriegt ihr auch nur ein Lunchpaket. Plus ein Disney-Rucksack pro Zimmer. Das heißt, wenn ihr zu viert in einem Zimmer in einem Newport Bay Club übernachtet, müsst ihr den Rucksack durch 4 teilen. Oder halt entscheiden, wer den Rucksack bekommt am Ende. Ja, dann, wenn ihr das dazu gebucht habt, könnt ihr euer Menü im Market House Deli, also auf der Main Street, oder im New York Style Sandwiches. Übrigens, das ist mein Favorit, was im Disney Village zu essen. Ne? Das ist so mein Highlight immer. Sage ich jedem, super günstig und Preis-Leistung perfekt. Aber da könnt ihr auch das Menü abholen.
Und ja, das Menü besteht aus einem Sandwich oder einem Salat, einem Getränk und einem Dessert. Und diese Option könnt ihr zwischen dem 23. Juli und dem 30. September wahrnehmen, dazu buchen, aber nur bis Reservierungen, die bis 23. August getätigt wurden. Genau, bisschen viel Info, aber ich packe euch nach unten in die Infobox den Link zu der Webseite, da ist auch nochmal alles erklärt. Falls ihr daran Interesse habt, ich weiß nicht, ob es sich lohnt, den Aufpreis, das müsst ihr dann halt für euch selbst entscheiden. Ja, die vorletzte Neuigkeit ist, dass man ab 1. August auch Tests, also den Corona-Test oder die vollständige Impfung auch für Hotels und Restaurants braucht. Also vorher war es so, als wir noch da waren, dass wir im Hotel überhaupt nicht irgendwas vorzeigen mussten, weder Impfung noch Test. Nur erst, als wir die Parks betreten wollten. Also vor dem Disneyland Hotel waren ja immer diese Gates, das könnt ihr auch in dem Vlog sehen. Und ab 1. August, also jetzt schon in Kraft getreten, müsst ihr das auch in den Disney-Hotels direkt vorzeigen, wenn ihr ankommt und auch in den Restaurants, jetzt auch zum Beispiel im Village. Also das heißt, wenn ihr einfach nur hinfahren wollt, um was zu essen, müsst ihr euren Test oder eure Impfung in der App bereits vorzeigen. Die letzte Neuigkeit ist, dass der Storybook Store, das ist direkt auf der Main Street neben der City Hall, zu einem Jahreskartenhalter-Shop wird. Genau, ab 6., ich muss jetzt mal ablesen, ab 6. August ist dieser Shop nur für Jahreskarteninhaber betretbar, aber es gelten alle Jahreskarten. Also Discovery, Magic Flex, Magic Plus und Infinity Pass Halter dürfen alle in diesen Shop rein. Und er wird nur offen haben freitags, samstags und sonntags zwischen 12 und 6 Uhr abends. Und wird natürlich extra spezielle Sachen für Jahreskartenhalter beinhalten. Natürlich werden wir da auch mal reinschauen, wenn wir da sind an dem Wochenende Ende August. Und jetzt am Samstag, glaube ich, wird es sein. Ist es Samstag, wann es aufmacht? Ah ne, Freitag. 6. August ist der Freitag. Da wird es einen Aribas Haunted Mansion Schlüssel geben. Ich zeige euch hier mein Bild, aber also meine Meinung, das ist super hässlich. Der ist auf 999 Stück reduziert. Limitiert. Was er kosten wird, weiß ich nicht, aber also ich muss sagen, also es ist richtig hässlich und wahrscheinlich kostet er um die 30 Euro. Aber ist ja Geschmackssache, kann sich jeder kaufen, wenn er möchte. Und das andere Besondere, da zeige ich euch auch mal ein Bild, sind Bilder, und zwar alte Bilder, die im Hotel New York hingen zwischen 1992 und 2009, also vor der Renovierung. Könnt ihr euch da alte Bilder kaufen, die im Hotel New York hängen. Ist natürlich alles limitiert und ich weiß nicht, wenn wir Ende August da sind, ob da überhaupt noch was da sein wird. Mal schauen, aber es ist schon cool und ich bin mal gespannt, was sie sonst noch in diesem Shop anbieten. Aber ich habe auch gelesen, dass es nur auf eine gewisse Zeit, also dieser Shop wird nur für eine gewisse Zeit der Shop für die Jahreskarteninhaber sein. Wie lang, haben wir noch nicht die Info zu bekommen. Ja. Und das waren sie auch schon, die Neuigkeiten. Wie gesagt, es waren jetzt nicht die spektakulärsten Illuminations wieder an dem Datum oder ich weiß was ich was für Neuigkeiten. Aber ich möchte auch euch über die kleinen Neuigkeiten informieren. Und ja, vielleicht war die eine oder andere Neuigkeit dabei, die euch auch interessiert hat, wie das Silver Spur Steakhouse oder die Princess Celebration. Vielleicht seid ihr zufällig auch in dieser Woche da. Also wir sind ja am 28. und 29. August da. Wenn ihr uns seht, einfach Hallo sagen, wir würden uns freuen. Und ja, das war's auch von mir schon wieder. Gerne unten kommentieren zum Thema Premier Access oder sonst was ihr gerne loswerden wollt, Fragen etc. Einfach unten in die Kommentare schreiben. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, bitte lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt die Glocke und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann!